Geistig Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo, Mano. Heute gucken wir uns mal ganz einfache Sache an. Und zwar in Trafo. Ich tue euch mal hier die Daten. 230 Volt. Kann ich ja vielleicht so in einem Video noch ranzoomen. 50 Hertz. Und haut, hier unten steht 6 Volt raus mit 1,5 VA. Ich habe den jetzt so verklemmt, hier ist einfach das Netzkabel, das seht ihr hier liegen. Ich habe es mal ein bisschen zusammengerollt, nicht das heißt hier, ich habe irgendwie eine Schnur gezogen oder einen Quatsch. Und am Ausgang ein Gleichrichter und ein Kondensator, der Kondensator ist aber zuschaltbar. Ne? Und wenn wir jetzt den Trafo, also ich sage jetzt mal so, wie das alle machen, ne? Den Trafo einfach mal einstecken, dann werden wir sehen, hoffentlich, ich muss mal kurz gucken, ob ihr das seht. Auf dem Kamerabild, jawohl. 1,4 Watt verbraucht der Trafo jetzt mit. Ja, nichts am Ausgang, ne, ist einfach nur sinnlos. Und ja, ich quatsche jetzt nicht viel, ich zeige euch einfach mal ein bisschen was und ja, könnt ihr mir ja mal erklären. Ne? Und zwar, ich habe jetzt hier einen Lüfter. Das ist ein, keine Ahnung, das ist ein 12 Volt Lüfter. Das steht jetzt hier gar nicht drauf. Ich glaube, es ist ein 12 Volt Lüfter. Den klemmen wir jetzt einfach mal an quasi an den Trafo und den Gleichrichter. Den Kondensator haben wir jetzt noch nicht mit drin. Der Verbrauch steigt. Welche Überraschung. Ja, wir haben ja den Lüfter angeklemmt. Ne? Das ist ja logisch. So, jetzt schalten wir mal den Kondensator mit dazu. Und wir sehen, die Spannung wird jetzt ein bisschen besser geklettet. Der dreht auch ein bisschen schneller. Das wird jetzt auf dem Video wahrscheinlich nicht rüberkommen. Ich muss mal gucken, ist der überhaupt voll im Bild? Nee. So ist wahrscheinlich besser. Ich hoffe mal, ihr habt das gesehen. Ich kann es auch noch mal ganz schnell machen. Wir klemmen jetzt noch mal den Conti. Schalten wir ab. Dreht halt ein bisschen langsamer. Ne? Müsste ich euch jetzt hier die Drehzahl zeigen. Aber darum geht es nicht. Bleibt einfach mal dran. Also das ist Ausgangspunkt. So würde das jeder machen, sage ich mal. So ist es bekannt. Das ist kein... Jetzt habe ich euch nicht... nichts irgendwie Neues gezeigt oder so, aber wir müssen erstmal was, wie es ist, sagen wir mal, ne? 1,4 Watt Verbrauch und er macht nichts, ne? Bis auf Wärme erzeugen. So, jetzt nehmen wir diesen Trafo, das ist exakt der gleiche, vielen lieben Dank nochmal an denjenigen, der mir die vor Jahren geschickt hat. Sind jetzt die gleichen. Ich mache jetzt hier, könnt ihr euch einen Screenshot machen. Ich habe die nicht irgendwie manipuliert oder irgendeinen Quatsch. Könnt ihr selber testen. Ne? Ist jetzt nicht hier, dass ihr hier 6 Millionen Euro Ausrüstung braucht. Ihr braucht jetzt eine Messuhr. Muss ich euch aber schon sagen, da gibt es verschiedene. Ich habe 5 Stück von den Dingern. Ich habe jetzt extra die genommen, die eben solche kleinen Verbraucher anzeigen kann mit 1,4 Watt. Viele zeigen euch das gar nicht an, 1 Watt oder so. Wisst ihr? Also da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Ich will jetzt keine Werbung für die machen, gibt bestimmt bessere oder nicht. Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Wenn da einer einen Link hat, haut es in die Kommentare oder was, in eine gute, die vielleicht sogar noch weniger anzeigt oder was weiß ich. Und jetzt pass auf, es sind jetzt einfach nur 2 Trafos in Reihe. Es ist, glaube ich, schon eine Straftat, das zu tun. Also ich mache das aus experimentellen Gründen, stelle mir das gleich wieder ab. Ne? Also ich will niemanden zu einer Straftat animieren, also nachmachen ist nicht erlaubt. Höchstwahrscheinlich, ich weiß es nicht, falls da ein Anwalt mal irgendwie dabei ist, kann er das mal sagen, ob das erlaubt ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Ist, wie gesagt, wissenschaftliche Zwecke hier und ja. Ne? Ja, die 2 Trafos in Reihe und den Ausgang dann auch wieder in Reihe. So, ne, und jetzt nach unseren normalen Gesetzen, PSU, MAI und der ganze Scheiß, ist ja klar, dass die Spannung am Ausgang müsste ja dieselbe sein wie hier. Ne? Das ist einfach nur eine Reihe, der Ausgang ist aber dann auch wieder eine Reihe. Ich denke, ihr könnt mir folgen. Ne? So, dann derselbe Gleichrichter, derselbe Kondensator, ist übrigens 1000 Mikrofarad und halt wieder der Schalter. Ne? Ich habe versucht, das so gleich wie möglich zu machen. Ne? So, jetzt machen wir dasselbe nochmal. Wir klemmen, ich gucke jetzt erstmal, ob der da ist aus. Der Kondensator, wir klemmen jetzt erstmal an, ohne dass wir irgendwas dran haben. Also wir hatten ja die 1,4 Watt. Die müssen wir uns halt merken. Ne? Sag ich jetzt mal. So. Stecken wir ein. Und wir warten. Und wir warten. Und es passiert nichts. Ist so nicht richtig. Also es ist schon, dass das jetzt so arbeitet.
Also ich muss so aufpassen, wo ich hier dran rumfummel. Ne? Also wenn ihr bitte nicht nachmachen, hier ist natürlich jetzt ein Netzstrom drauf, ist gefährlich. Naja, gut. Ja, muss man sagen, ist ja noch Gesetz. Also offensichtlich ist jetzt hier kein Verbrauch, also vermutlich arbeitet das auch nicht. Ne? Gucken wir doch einfach mal. Jetzt klemmen wir hier mal den Lüfter an. So, wohlgemerkt, ne, jetzt noch ohne Kondensator, einfach an den Gleichrichter. So, ich hoffe mal, das ist hier mit drauf. So, jetzt ist halt erstmal die Frage, wo sind die 1,4 Watt Eigenverbrauch hin? Und wo ist der Verbrauch von dem Lüfter hin? Also ist klar, ist ein Messfehler. Ne? Ist natürlich schon klar, dass es alles Messfehler sind. Ne? Aber ja, wäre ja mal interessant. Und jetzt können wir dasselbe nochmal machen. Jetzt schalten wir nochmal den Kondensator dazu. Wobei ich jetzt sagen muss, es wird wahrscheinlich jetzt was anzeigen. Lasst euch da nicht so ein bisschen verwirren. Ne? Das liegt auch an der großen Kapazität. Das ist nicht alles optimal. Geht es nur darum, um das einfach mal zu zeigen. Machen wir den Kondensator mal an. Der Lüfter wird jetzt wesentlich schneller. Ne? Das ist klar, weil die Spannung jetzt besser geklettet wird. Und die Spannung ein bisschen höher geht. Und da sind wir bei 1,1 Watt. Wie gesagt, müh schneller, als wenn ich jetzt ohne das mache. Aber haben wir halt schon einen Verbrauch. Und trotzdem, selbst wenn ich jetzt den Lüfter mit Kondensator mache, sind wir ja immer noch unter 1,4 Watt. Aber mit dem habe ich doch 1,4 Watt. Da habe ich ja noch nicht mal was dran gehabt. Das heißt, ich habe jetzt das dran, hab da einen Lüfter dran, der seine Arbeit macht und braucht 0,3 Watt weniger. So. Ja. Hashtag Messfehler.